In diesem Film geht es um ein Einspritzventil in einem Saugrohreinspritzer. Kurz zur Funktion eines magnetisch betätigten Einspritzventils. Das Steuergerät bestromt das Einspritzventil am elektrischen Anschluss. Dadurch entsteht ein Magnetfeld im Ventil, welches einen Magnetanker anzieht. Die Düsennadel hebt sich dadurch an und der Kraftstoff wird eingespritzt. Der Nadelhub beträgt je nach Ventil zwischen 0,05 mm bis 0,1 mm. Die Einspritzdauer beträgt je nach Betriebszustand zwischen 1,5 Millisekunden im Leerlauf und 18 Millisekunden unter Volllast. Das Steuergerät beendet die Bestromung, dadurch bricht das Magnetfeld zusammen und die Düsennadel wird von der Schließfeder zurückgedrückt. Das Ventil hat die Einspritzung beendet. Jetzt geht es weiter mit der Überprüfung eines Einspritzventils mit dem Oszilloskop. Das Ventil öffnet und die Spannung fällt ab. Wenn das Ventil wieder schließt, steigt die Spannung kurzzeitig sehr stark an. Hier als Spannungsspitze zu erkennen, die durch die Ausschaltinduktion der Magnetwicklung entsteht. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das Einspritzventil durchzuohmen. Dafür muss das Ventil ausgebaut bzw. vom Stromkreis getrennt werden. Bei einem Golf 4 zum Beispiel sollte der Widerstand zwischen 12 und 16 Ohm betragen. Ansonsten wäre das Einspritzventil defekt.